Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Ja, wir haben den rostigen, blutigen Schlüssel ausgebuddelt und können jetzt in das Waisenhaus, in der Waldwelt. Ich habe ein bisschen Schiss. Dieser Schlüssel war sogar verflucht. Man konnte ihn nur mit Hilfe der Apartmentbox überhaupt zum Waisenhaus kriegen. Weil sonst war man die ganze Zeit im Nebel gefangen und kam nicht weiter. Es war ein richtig cooles Rätsel. Definitiv. Und dieser komische Jasper sagt ja auch immer, something big will happen. Sein komischen T-Shirt da mit der Endboss von Silent Hill 1 drauf. Und ja, das macht mir halt noch mehr Angst. So, da ist er. Hat geklappt. Der rostige, blutige Schlüssel. Die will ja komischerweise selbst in das Waisenhaus und trinkt immer noch seine Schokomilch, die wir ihm gegeben haben. Wie lange trinkt er in dieser Milch? Ich hab ihn, ja. Meinst du auf, an der Milch zu nuckeln? Sei ein Mann. Sie haben den rostigen, blutigen Schlüssel verwendet. Ja. Das ist ein Standardspruch. That gives me the chills, oh mein Gott. So, Waisenhaus. Karte. Gibt keine Karte. Toll. Da haben die Kiddies ein bisschen was gemalt. Da haben die Kiddies gewütet. Hat wohl einen Ausraster oder so. Gott, hier ist alles irgendwie umgeschmissen. Hi. Wie der auch geht. Wirkt so depressiv irgendwie. Weiß nicht. Sie ist verschlossen. That gives me the chills. Wie du aussiehst und wie du gehst und wie du sprichst, that gives me the chills. Echt jetzt? Jetzt juckt er sich auch noch. Ich hab Flöhe. Mann, was ist los mit dir? Mann. Ich glaube, denen geht's echt nicht gut. Das Schloss ist kaputt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ja, was soll ich denn hier im Waisenhaus? Hier ist ja nichts los. Tote Hose. Henry. Jetzt ohne Witz, was soll hier sein? Hier sind einige Zettel festgepinnt. Hört auf die Lehrer. Geh nicht außerhalb der Mauer. Spielt schön brav. Lest das Buch. Das Buch. Wir haben schon vom Kult irgendwas erfahren. Und das Buch gibt mir echt... That gives me the chills. Nicht, dass irgendwie so eine satanistische Bibel oder sowas. Ich frage mich, was hier passiert ist. Wo ist der Typ eigentlich hin? Der war auch eben noch hier. Hallo? Es zerfällt und ich kann die meisten Seiten nicht einmal lesen. Hier kann ich einen Teil entziffern. Oh oh. Das zweite Zeichen und Gott sprach, bringe das Blut der 10 Sünder und das weiße Öder. Sei dann befreit von den Fesseln des Fleisches und erlange die himmlische Macht. Aus Dunkelheit und Leere bringe Düsterkeit hervor und gürte dich mit Verzweiflung für den Spender der Weisheit. Das dritte Zeichen und Gott sprach, kehre zurück zum Ursprung durch die sündige Versuchung. Unter dem wachsamen Auge des Dämons wandere einsam im formlosen Chaos. Erst dann werden die vier Busen eine Linie bilden. Ich sag ja, satanistische Bibel. Nicht. Wir wissen, wie es weitergeht. Da kommt Rauch raus. Da ist eine Tafel an der Tür. Und das letzte Mal haben wir eine Tafel bekommen, wo Cynthia gestorben ist. Der Ursprung. Tafel aus der Waldwelt. Sie zeigt ein Baby und das Wort Ursprung. Ah!
I finally met him. The one the nosy guy talked about. The devil. Der freut sich irgendwie noch. Voll auf einer lebendigen Leibe verbrennt. Hat er sich das selber angetan und wurde er dazu gezwungen? Was, der Teufel? Special News Report. In a forest near Silent Hill, the burned corpse of a 30-year-old male was discovered earlier today. The police have ruled it a homicide and are investigating. The numbers 17121 were reportedly carved into the man's body. Due to the marks on the victim, the police are investigating possible links to the Walter Sullivan case 10 years ago. Da fällt der Name schon wieder, Walter Sullivan. Der Massenmörder, der schon aus einem Bericht von Silent Hill 2 bekannt ist. Der auch die Zwillinge Miriam und Bill Locane getötet hat. Das waren auch Opfer von Walter Sullivan. Apropos Opfer. Wie sieht's mit den Händen aus? Die Händeabdrücke. Ich glaube, ich muss mal so an die Tür. Hallo? Gott, ich hab so Gänsehaut gerade. Das Spiel ist echt nicht zu schwache Nerven. Ist das der Hausmeister? Tatsächlich. Are you in there, Henry? Help me! There's something wrong with this room! Help! Let me out of here! Is anybody home? Ja! Mann, wenn du noch öfter gegen die Tür schlägst, bringt auch nichts. Ja, hol uns hier raus. Ich weiß nur mehr Schlüssel brauchen, so viele Schlösser wie diese Tür hier hat. Komm. Komm. Tu was. Befreie uns. Seht ihr, erst da unten ist eine neue Hand. Ein weiteres Opfer. Bedeutet das etwa, dass der Serienkiller schon vorher so viele getötet hat? Ist das Wort, das Halle wird? Hängt das alles damit zusammen? Fragen über Fragen. Und der hat den richtigen Schlüssel und der passt nicht mal. Hallo? Hallo? Du hast was gehört? Ja, das war ich. Das war ich. Ich hab gesprochen. Und er gibt auf. Er lässt mich einfach ja verrotten. Ey, du Blödmann. Frank Sunderland, ich hasse dich. So ein Idiot. Gibt einfach auf. Anscheinend Schlüsseldienst zu bestellen. Schokoladenmilch. Wurde ausgetrunken von Jasper. Kann ich eigentlich die Flasche nehmen? Weißwein. Nehmen Sie die Flasche Weißwein. Ich nehme die Flasche Weißwein. Aus dem Kühlschrank. Sie wird irgendwann zerbrechen. Ach so, das ist eine Waffe. Ich glaube, die lagere ich erstmal in der Kiste. Fernseher? Wir erwartet keinen Strom. Keinen Strom, aber das Ding geht komischerweise mal an. Mach das aus! Das hätte mich an den Ameisenkrieg im Fernsehen. Das eigentlich. Ich wollte da nicht rausgucken. Ich wollte wissen, was das ist. Ist das hier Alexa? Alexa! Öffne die Tür. Das kann ich nicht. Mann, Alexa. Ich versuche vielleicht, die Spiele ein bisschen lustig zu machen, weil ihr merkt das. Das ist so hart stuff. Und das erste Anfang. Kann ich sagen, das Spiel nimmt noch ganz andere Züge an. Wobei, ich finde das mit den Geistern und der U-Bahn in diesem engen Raum war schon ziemlich heftig. Das war nicht das Heftigste. Jetzt habe ich gar nicht bei Robbie geschaut. Wollen wir noch kurz schauen? Jetzt haben wir auch das Waldgebiet eigentlich abgeschlossen. Was bedeutet, dass wir wieder woanders landen? Und ich kann euch sagen,
Das nächste Gebiet ist mein Lieblingsgebiet. Definitiv. Robbie? Oh, ich hab mich voll verjagt. Auf einmal steht die da. Beziehungsweise auf einmal sitzt die da. Robbie. Wir waren mal Freunde. Irgendwann wird er seinen Kopf drehen und uns in die Seele starren. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das wirklich eingetroffen ist, beziehungsweise eintrifft in dem Spiel. Ich habe so Schiss vor diesem Moment. Vor so einem richtig heftigen Jumpscare. Das Loch hat sich wieder verändert. Und ich glaube, ich kann Kinderstimmen hören. Kinderstimmen in Horrorspielen? Oder ist es der kleine Junge von ihm, vom Waisenhaus? Das war ein ganz lieber. Jetzt kommt der beste Abschnitt des Spiels. Ist echt so. Rätsel, komische Atmosphäre, gruselige Gegner, das hat einfach alles. Wollen wir ihm helfen? In dem Spiel traue ich niemanden. Das Ding ist, ich bin so blöd, ich habe die Sache nicht abgelegt, aber egal. So. Ab jetzt, wirklich, wenn ihr schwache Nerven habt, guckt euch ein anderes Let's Play an, irgendwie Super Mario von mir oder Crash Bandicoot oder so. So richtig liebevolle Spiele. Weil jetzt geht's ab. Fanny, was ist das für ein Gefängnis? Ein Gefängnis, wo es reintropft? Das ist ein Wasserturm? Aber sicher doch, und da geht irgendjemand. Oh Leute, das Spiel ist so klaustrophobisch und depressiv, das ist der Hammer. Da geht einer, man fühlt sich so richtig eingeschüchtert und... Oh Gott. Hört ihr das? Wir werden beobachtet. Von oben. Das ist einfach der Payoff. Weil wir eine Linie in Zeit beobachten jetzt... Payback-Time. Jetzt kriegen wir es zurück. Get me out of here! Get me out! Ich gette jetzt erstmal was ganz anderes, und zwar diese Pistolenkugel. Juhui! Toilette? Henry? Psst. Ah, das tat gut. Ich bin so bescheuert. Oh, Leute. Wer Horrorspiele ernst durchspielt, der ist doch nicht ganz dicht. Weil dann kann das umso krasser werden mit der Atmosphäre. Ich versuche das Ganze ein bisschen aufzulockern. Graffiti. Es sieht immer noch wie Kinderschrift aus. Ich werde vom mittleren Zimmer aus beobachtet. Ja, das habe ich immer schon gemerkt. Da ist sogar die Luke. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Ist das komisch hier? Genau deswegen liebe ich das Kapitel, das ist einfach so seltsam. Er wird mich umbringen. Da liegt ein hastig beschriebener Zettel auf dem Boden. Glück gehabt! Ich werde endlich aus der Zelle entkommen. Habe mich entschlossen, mich vorsichtig im Gebäude umzusehen. Am unheimlichsten war das erste Untergeschoss. Im Nordosten eine Küche, aber neben einem Nordwesten eine Todeskammer. Man braucht eine mir unbekannte Zahlenkombination, um hineinzukommen. Und es war zu dunkel, um die Tasten zu sehen. Also konnte ich nicht hinein. Tastenkombination? Erkundungsnotiz. Schloss kaputt. Ja, was will der Typ eigentlich? Ach, da ist er.
Wer wird dich umbringen? Rede mit mir. Ich definitiv nicht. Ich bin nicht Walter Sullivan. Den Kopf durch die Wand. Ich kann dir nicht helfen, mein Freund. Ich kann das einfach nicht. Ich muss dir jetzt echt ignorieren. Was sind das hier für Milben, ey? So widerlich. Die Viecher. Kann ich die nicht zerstampfen? Ne. Wir werden schon wieder beobachtet. Ey, das ist... Das Kapitel ist der absolute Hammer. Atmosphärisch einfach nur Meisterwerk. So, wie sieht das jetzt aus? Hier haben wir nicht. Zwei Räume gibt's noch. Ja, Tagebuch. Ganz toll. Und den Raum. Da können wir rein. Da liegt auf dem Zettel. Ja, unter engem Tisch war, glaube ich, ein Elektroschocker. Richtig versteckt und unauffällig. Oh Gott, da ist ein Seil. Wollt sich hier jemand erhängen? Da steht etwas. Ich hab's satt, beobachtet zu werden. Kann ich nicht mitnehmen. Sonst nimmst du alles mit. Ja, so. Die Leute, die hier wirklich festgehalten wurden, die wurden auch psychisch fertig gemacht. Einfach dadurch, dass die Zellen so, ja, unangenehm sind und dass du dann noch permanent beobachtet wirst. Ist echt nicht geil. Ach, guck mal, was wir hier haben. Wir können zurück. Das ist aber sehr schön. Wir können zurück zum Apartment. Was ist das? Das ist ein hastig beschriebener Zettel. Um zum Überwachungsraum in der Mitte des Komplexes zu kommen, muss man die Leichenrutschen in den Zellen verwenden. Diejenigen in den Zellen im Erdgeschoss und im ersten Stock sind verschlossen, damit die Kinder sie nicht entdecken. Im Überwachungsraum muss man die Leichenrutschen verwenden. Im Erdgeschoss und im ersten Stock sind verschlossen. Muss man höher. Man muss also über eine Zelle im zweiten Stock ins Erdgeschoss gelangen. Meine Rede. Ich weiß, wie man es macht, aber es geht mir echt auf den Geist. Außerdem funktioniert das Licht nur im zweiten Stock. Wir müssen in den zweiten Stock. Mit anderen Worten. La la la, ich gehe nicht ins Apartment zurück. Sie ist verschlossen. Warum ist die verschlossen? Ah, hier ist auch noch eine. Oh nee. Klingt sehr stark nach Silent Hill 2. Die Viecher sind zurück. Auf die habe ich gar keinen Bock. Also der Soundtrack ist ja auch vom gleichen Komponisten, Akira Yamaoka. Klingt aber sehr heftig nach Silent Hill 2. Ich will nicht mehr. Wohin führt uns dieser Scheißweg? Ja, danke. Ich wollte sowieso auf dem Boden. Alles so schön kuschelig. Ja, genau. Ich habe keinen Bock, mich da vorbeizuschleichen. Ich bin ungeduldig. Eigentlich bin ich gar nicht so ungeduldig. Weil die Viecher nerven. Gibt es 1000 Leitern, die jetzt noch weiter hinab. Ich check mittlerweile gar nichts mehr. Nehmen Sie das Heiligenmedaillon. Ich nehme das mal. Heiligenmedaillon. Das hält, glaube ich, Geister kurze Zeit fern oder so. Was geht hier eigentlich ab? Warum kann ich da durch? Warum werden da die Leitern? Warum? Warum habe ich so viele Fragen? Ich sag's ja, das ist das beste Kapitel. Der beste Abschnitt des Spiels. Das ist einfach so verstörend. Das ist ganz anderes Kaliber. Der Generator funktioniert nicht. Guck mal. Das ist so ähnlich wie bei Gulliver Gumba, Mario 64. Ja, ich vergleiche Silent Hill 4 mit Mario 64. Lasst mich. Sieht aus wie eine ganz normale Tür, wenn man näher rangeht. Sie ist so groß, dass wir die niemals erreichen. Wie bei Gulliver Gumba. Ich kann sie nicht sehr weit öffnen. Aber ein bisschen kannst du die öffnen, oder was? Ach, Henry. Mann, rede mit mir.
Gottes Willen, hier sind wieder die blöden Fledermäuse, wie man es auch mal nennen möchte. Und tatsächlich ein Ort, wo wir zurück können. Guck mal, die machen nicht mal was. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ganz doll. Und der Nächste, bitte. Hey, ihr wollt auch. Ihr kommt dran. Wir machen es kurz und schmerzlos. Was ein komischer Raum. Hier ist ein Wasserrad. Was nicht geht. Ein Generator, der nicht geht. Haben wir sowas von Soul Reaver. Die Sonnenglyphe, da gab es auch so einen Bereich, der nicht richtig funktionierte. Und Raziel muss es halt irgendwie da richtig machen. Ich würde sagen, das war's für heute. Gehen wir mal zurück, schauen uns mal ein bisschen im Apartment um. Und dann wird ziemlich spannend beim nächsten Mal. Wir wissen jetzt, dass wir im zweiten Stock irgendwie hinkommen müssen und diese Leichenrutschen nutzen müssen, um in diesen Beobachtungsraum zu kommen. Dieses Gebiet, dieses Gefängnis, dieser Wasserturm, wie auch immer. Oh Gott. Warum ist hier so ein lautes Geräusch? Auf jeden Fall, das ist ein ziemlich großes Gebiet. Oh nein. Erinnere mich nicht, dass ich ihn eingeschaltet habe. Ich auch nicht. Kann ich den wieder ausschalten? Hier spukt's. Hier spukt's, ihr Lieben. Schnell speichern. Was ist sowas von? Aber sowas von wird hier gespeichert. Oh, Leute. Eileen? Robbie? War da schon immer so ein Schatten um den Hasen? Oder ist der jetzt neu? Mach keinen Scheiß, ey. Ich finde das gar nicht so witzig. Was guckt die da? Comment hier? Die guckt wahrscheinlich meine Videos. Wahrscheinlich guckt Eileen meine Videos. Schon wieder ein neuer Zettel. Schenken Fetzen, rotes Papier. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass mein Leben in ernster Gefahr ist. Ich habe in meinem Leben viel durchgemacht, aber ich habe noch nie diese reine animalische Angst verspürt. Für den Fall, dass mir etwas geschehen sollte, schreibe ich alles auf, was ich herausgefunden habe und hinterlasse es demjenigen, der nach mir hier wohnt. Ich untersuche einen Massenmord, bei dem vor 7 Jahren 10 Menschen in 10 Tagen auf verschiedene Weise getötet wurden. Gemeinsam haben sie jedoch, dass in jede Leiche eine der folgenden Zahlen nach Reihenfolge ihres Todes eingeritzt war. Der Name des Killers war auch eingeritzt. Sein Name war Walter Sullivan. Don't go out, Walter, weil er Massenmörder ist. War Walter Sullivan also auch in dieser Wohnung? Hat er irgendwas mit der Wohnung zu tun? Warum steht hier Don't go out, Walter? Und ich dachte, der Typ ist jetzt tot. Ah, ganz wichtig. Das hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen. So, die Flasche nehme ich nicht. Golfschläger behalte ich erstmal. Die Munition kommt weg. Das Heilmedaillon kommt weg. Und die Ursprungstafel kommt weg. Keine Heilung. Ja, ich bin eine sehr mutige Spielerin. So, das war's für heute mit Silent Hill 4, The Room. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal in diesem komischen Gebiet, in diesem Gefängnis. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich
habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!